So Leute, wie gesagt, wir wollen ja heute diese Werkzeugkiste suchen. Jetzt warte mal, wir werden aber trotzdem hier zur Pistole übergehen. Jetzt warte mal, wir wollten ja noch Tauschkörper mitnehmen. So Ablenk. Feuerwerks. Körper. Genau, wir wollten ja sowieso auch erstmal hier ein bisschen aufräumen. Dann nehmen wir mal alle neun mit. Ich denke aber trotzdem, dass wir den Dietrich mitnehmen werden. Dass wir den wieder zurück tun. Oh, eine tragbare Deckung. Könnte man mitnehmen. Lassen aber ein Teil hier. Explosiv. Na, die zwei könnten wir auch mitnehmen, falls dann doch eine etwas größere Welle auf uns zukommt. Reparaturset fürs Auto werden wir auch lassen. So, da haben wir die Feuerwerkskörper. Das passt. Also wie gesagt, wir nehmen den Dietrich auf jeden Fall mit. Sicher ist sicher. Wir wissen ja nie, was ist. So. Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Nicht, dass dann hier diese... Ja, das sind sie. Und das meine ich. Die sind immer wieder bei uns hier im Bunker. Okay, die sind weg. Ich weiß nicht, ob das so sein sollte hier im Spiel. Jetzt sind aber immer noch welche drin. Hört ihr das? Also ich wusste halt immer, dass es zwei Stück sind. Ja, also wie ich ja schon erwähnt habe, da ist ja unsere Missionsbeschreibung, also unser Marker. Wir werden jetzt auch hier hingehen. Per Schnellreise. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas haben, was wir... Oh, da ist es denn. Es sind sogar noch ein paar Sachen. Bogenvisier. Make-up-Stern. So, Recyclingstation werden wir jetzt auf jeden Fall nichts machen. Munition auch noch nicht. Da haben wir ja sowieso eigentlich erstmal genug dabei. Ich glaube. Ah! Wie ich schon gesagt habe, Erste-Hilfe-Kits können wir nie genug haben. Ganzen Scheiß mal hier rüber. Bogenvisier brauchen wir auch noch nicht, weil wir haben ja noch nicht mal einen Bogen. Oder was heißt Bogen? Ich denke mal, Armbrust wird es hier geben. Aber normalerweise haben wir hier ja schon alles untersucht. Ja, aber da genau. Ich habe mir ja die Motorräder des DLC geholt. Ich denke halt aber trotzdem, dass der Sound der Motorräder die anlocken würde. Ist jetzt hier. Genau. Genau, das meine ich nämlich auch, dass das dann sehr leise ist.
Sind zwar jetzt nicht die allerschnellsten, aber wir kommen wenigstens voran. Ich verstehe sowieso nicht, wieso ich das übersehen habe damals. So, perfekt, da haben wir doch. Ja, ich denke einfach, ich habe die Mission übersehen und bin einfach noch Swordham. Das kann natürlich schon sein. Warte mal. Na, steig ab. Da bist du ja. Tack. En sekund bara. So, nu ska det funka. Ta den här. Vi vet ju hur farligt det är där ute. Så, nu behöver vi bara ta oss till Salthamn och möta upp alla där. Det är bara över bron. Typ det närmsta vi kommer till en stad här i skärgården. Jo, jetzt seht ihr mal, wir waren eigentlich schon viel zu weit, wo wir eigentlich noch gar nicht so weit sein sollten, ne? Wir sollen nämlich jetzt erst noch Swordheim vorrücken und das hatte ich schon alles. Also mir ist wirklich dieses Missionsziel hier irgendwie durch die Lappen gegangen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht war es dann wirklich wieder eine Erkundung von mir, dass ich dann einfach rumgelaufen bin, da. Ja, okay. Wir werden schnell reisen. Brauchen wir wenigstens schon mal nicht so weit laufen. Oder mit dem Fahrrad fahren. So, da sind sie schon wieder. Ist der Strom natürlich schon wieder aus. Schön vorsichtig. Ja, die werden jetzt gleich hier sein. So, eliminiere alle Gegner auf der Brücke. Oh mein Gott, wir haben eigentlich jetzt noch die ganzen Missionsziele vor uns, was wir eigentlich schon alles erledigt hatten. Also, wo wir natürlich nicht wissen, dass wir das hätten machen sollen. Ich hoffe aber trotzdem, dass diese Missionsziele jetzt noch erledigt werden können. Trotzdem aber mal eine andere Waffe nehmen. Om kriget kommer. Och här är det alltså Salthamn.
Då betyder ju det att alla redan var i säkerhet när maskinerna kom. Du borde komma upp på bron ganska snart. Byn ligger på andra sidan. Kanelbullarna på kondiset är fantastiska förresten. Glöm inte använda fältradion om du... Hallå? Det försvinner hela tiden. Det verkar vara något som skapar stora störningar bort hos dig. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Die Gegner sollten ja eigentlich irgendwo hier sein. Ah ja, da vorne sind sie. Na ja, die lassen wir jetzt lieber mal herkommen. Oder wir hätten eigentlich unser Scharfschützengewehr nehmen sollen. Ah, ich glaube... Ah, doch. Da haben wir ihn. Shit. Ja, den lassen wir lieber jetzt erstmal hier ein bisschen herkommen. So. Ja, aber Gott sei Dank kommen dann die Gegner noch, obwohl ich hier eigentlich schon alles erledigt habe. In dem Bunker, glaube ich, kommt man sowieso nicht rein. So, da mal, da war ja kein... Oder, da war ja auch noch einer. Aber ich glaube nicht, dass man da reinkommt, weil ich glaube, das habe ich alles schon mal untersucht. Wenn ich mich da noch recht erinnern kann. Wie gesagt, ist ewig her. Ja, da kommt man nicht rein. Ne. Oder ich glaube, ich war bei dem Bunker mal. Ich weiß gar nicht. So, finde den Luftschutzbunker in Sortheim und erkunde ihn. Den hat man ja eigentlich auch schon. Halt, gehen wir mal hier hoch. Wir müssen hier über die Brücke. Werden wir aber wieder zur Pistole übergehen. Ja, dann werden jetzt dann auf jeden Fall noch Missionen auch wieder in der Stadt kommen, wo wir eigentlich schon alle Häuser durch hatten. Wie gesagt, da haben wir eh genug. Jetzt lassen wir mal gucken. Ja, das passt. Ja, wir haben wirklich schon alle erledigt hier. Das wird dann bestimmt alles nochmal kommen. Ja, auf jeden Fall Tür geschlossen halten, ganz wichtig. Nee, nee, nee. Ich weiß es halt schon, dass der ein Toter war. Ja, das seht ihr ja. Es schaltet jetzt die Stromversorgung ein. Das haben wir ja schon. Nein. Scheiße, ich kann es gar nicht drücken, weil er schon ein ist.
Oh, das ist kacke. Das Einzige, was wir natürlich jetzt noch mal probieren könnten, dass wir speichern, noch mal neu laden, dass dann vielleicht das Licht wieder aus ist. Das könnten wir jetzt mal schnell probieren. Zurück ins Hauptmenü. Jo. Normalerweise müsst ihr ja speichern, weil wir uns hier im Unterschlupf befinden. Ich hoffe. Ja, wenn aber jetzt natürlich das Licht nicht ausgeht, haben wir ein Riesenproblem. Halt, falsche Taste. Ja, das ist kacke. Ich kann den Strom nicht einschalten, wenn er schon an ist. Ah! Alright. Gott sei Dank. Ja, komm, da können wir offen lassen. Mission abgeschlossen. Perfekt. Kleine EMP-Zelle. Funkgerät haben wir zweimal. Das werden wir auf jeden Fall auch jetzt hier mit dabei lassen. Ne? Infrarotaufsatz. Wobei, Baseballschläger, soll ich den jetzt noch wirklich mitnehmen? Ich weiß es gar nicht. So, schauen wir mal schnell ganz kurz hier rein. Genau, das ist ja das, was ich erwähnt habe hier für unsere Munition, diesen Sprengstoff. Stück bekommen wir da immer. Oh, Maschinengewehrlafette. Jetzt war der mal da, mal Kleidung. Ja, wir bräuchten natürlich diese Pläne. Die 7,62er Munition brauchen wir auf jeden Fall. Sprengstoff 10 Stück Uran. 16 Stück Uran zweimal. Stahl hätten wir eh genug, aber Sprengstoff bräuchte man da viel. Müssen wir mal gucken. So, jetzt schauen wir mal, suche ich den Bunker ins heute noch Hinweisen, wo alle Leute geblieben sind. Ja, ich glaube, da konnten wir vorher noch gar nichts machen hier. Was falsches Passwort? Ein Hinweis verrät, dass die Mitglieder der Zivilverteidigung das richtige Passwort besitzen. Sonst gibt es ja hier drin eigentlich nichts weiter. Ah, wobei ich aber da glaube ich schon mal geklotzt habe, oder? Ach so, das war jetzt sie hier mit drin. Ich habe jetzt gedacht, ey, da krabbeln schon wieder irgendwelche.
So, suche in den Häusern der Mitglieder nach dem Passwort für den Computer. Grutzinal, Alter, ich warte schon in die Häuser. Ach so, vielleicht kamen deswegen diese Spinnenviecher immer wieder. Weil ich eigentlich noch gar nicht hier sein dürfte. So, wie gesagt, wir werden jetzt erstmal... Schön ruhig da erstmal hingehen. Oder wir haben vielleicht Glück. Und es sind keine neuen dazugekommen. Nee, schaut eigentlich ziemlich ruhig aus jetzt. Oh ne. Das sind welche. Einer zumindest. Wir schauen jetzt auf jeden Fall mal, ob es nur einer ist. Der reicht dann auf jeden Fall mit der Pistol. Da hinten kommt noch einer. Kann natürlich sein, dass aber jetzt so manche Gegenstände oder Boxen wieder aufgefüllt sind. So, wir haben trotzdem neue Ausrüstung. Aber wie gesagt, so wie wir jetzt ausschauen, finde ich eigentlich recht cool. Passt zum Spiel. Wir schauen jetzt mal hier rein, dann werden wir sehen, ob wir nochmal Sachen looten können. Nee. Ja, also hier ist einer und hier hat man gerade... Ja, deine ist der zweite. Oh, drei, das sind mehr. Shit. Jetzt ist natürlich die Frage, wo... Ah, ich mache trotzdem erstmal hier die Tür zu. Na. Fuck. Ja, ich glaube, hier sind auf jeden Fall mehr... Ja. Komm her. Was war denn das jetzt?
Ja, aber da muss doch jetzt noch irgendwo einer sein. Einer wurde auf jeden Fall noch angezeigt. Jetzt gehen wir trotzdem mal vorsichtig nach außen. Achso, Moment mal. Gibt es hier sonst noch irgendwas für uns? Nö. Gehen aber lieber mal hinten raus. Wo ist denn der eine hin? Sehr gute Frage. Okay, da können wir nichts looten. Zeigt. Ich mache jetzt hier auf meiner Zahlenkombination, da geht schneller als wie mit diesem Mausrad. Ah, okay, die sind hier im Haus. Da drin sind sie, die Kleinen. Was sind hinter der Tür, oder? Vorsichtshalber zu. Ja, die hatte ich ja alle schon geplündert mal. Aus dem Computer im Schutzraum. Jetzt warte mal, ich muss jetzt mal den einen erstmal hier draußen erledigen. Ich bräuchte halt nur irgendwie eine gute Schussposition. Ah, shit. Mal schnell hier im Bunker zurückgehen. Gesundheit. Ja, passt. Ein Medikit können wir ja dann schnell nehmen. Das machen wir aber erst, wenn wir im Bunker sind. Ich mag es halt von mir aus, die Türen zu. Ich weiß nicht, ob man es unbedingt muss. Ah, da hat schon abgedeckt. Ich bin da einfach nur ein bisschen vorsichtig. Nicht, dass sie dann doch irgendwie hier reinkommen. Ey, die hat ihr Fahrrad hier mitten stehen lassen. Mal gucken, ob die jetzt hier drin ist. Ah ja, da ist sie.
kollar vi den här datan. Så Salthamns civilförsvar kontaktade alltså armén, som bad dem samla alla vid Saltvallen. Det är utgiftsplatsen. Den ligger jättenära. All right. Fortsätt du. Jag har fortfarande så jäkla ont i benet. Det var tufft nog att cykla hit. Jag stannar och stöttar dig härifrån. Men vet du, vi kommer fortsätta kämpa, du och jag. Det hade han inte gjort. Alltså Leute, wir haben jetzt, wie gesagt, den Werkzeugkasten haben wir uns geholt. Wir haben die Brücke gesäubert, haben den Bunker erkundet, haben jetzt das Passwort geholt. Jetzt müssen wir eigentlich alles durch haben. Dann seht ihr ja selber, die Häuser, wie so manche Gegenstände, die sind schon erkundet. Also dann hat sich das auf jeden Fall, ist das gespeichert worden. Dann brauchen wir das nicht nochmal alles machen. Wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir es nochmal machen können. Vielleicht bekommen wir mehr Munition. Aber trotzdem haben wir jetzt einiges an Zeit hier erspart. Wir werden jetzt, wie gesagt, dann die Evakuierungsstelle am Sportplatz, mal gucken, wo die denn ist. Die ist hier, genau. Und wir waren ja sowieso das letzte Mal hier unten. Genau, bis hier sind wir lang gelaufen und dann sind wir wieder hier rüber. Also waren wir eh schon fast in der Nähe. Ich würde trotzdem sagen, dass wir dann trotzdem durch die Stadt nochmal gehen und schauen. Vielleicht finden wir ja doch noch ein paar Kleinigkeiten. Werden wir ja sehen. Aber das würde ich sagen, machen wir erst in der nächsten Folge. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.